Der SV Sandhausen hat auf die Talfahrt in der zweiten Liga reagiert und den erst Ende November installierten Trainer Michael Schiele wenig Erfolg. Und nun schon das Aus in Sandhausen, Trainer Michael Schiele. Imago-Images: Ende November war Michael Schiele als Nachfolger von Uwe Koschinak in Sandhausen vorgestellt worden, mit dem klaren Auftrag, die Kurpfälzer aus der Abstiegszone zu dieses Unterfangen darf als gescheitert angesehen werden. Denn nach nur 13 Ligaspielen sowie dem 0:4 im DFB-Pokal bei Bundesligist Wolfsburg ist der Coach schon in der Geschichte bei magere 3 Sieger und nur ein Remis sind dem 42-jährigen Ex-Würzburger gelungen, zu wenig für die Sandhäuser Bosse, die ihren Club aktuell auf dem Relegationsrang 16 sehen. Trainer Steckbrief Schiele Michael vereinslos Deutschland Trainer Steckbrief Spieler Steckbrief Kulowitz Stefan Spieler Steckbrief Kulowitz Stefan Karriere beendet Österreich Spielerprofil SV Sandhausen Vereinsdaten Gründungsdatum 01.08.1916 Vereinsfarben Schwarz-Weiß SV Sandhausen Vereinsdaten Gründungsdatum 01.08.1916 Mitglieder 1.085 Vereinsfarben Schwarz-Weiß Anschrift Jahnstraße 169207 Sandhausen Internet svs1916.de Vereinsinfo SV Sandhausen Die letzten Spiele Karlsruhe H2-3 Pauli A-2-1 SV Sandhausen Die letzten Spiele Karlsruhe H2-3 ST Pauli A-2-1 Nürnberg H2-0 Darmstadt A-2-1 Bochum H1-1 Regensburg A3-1 Heidenheim H4-0 Hannover A4-0 Wolfsburg A4-0 Kiel H0-2 Alle Bundesliga Tabellenplatz Verein Punkte 1 Hamburger SV 42-2 VfL Bochum 42-3 Holstein Kiel 42 Bundesliga Tabellenplatz Verein Punkte 1 Hamburger SV 42-2 VfL Bochum 42-3 Holstein Kiel 42-4 Spielvereinigung Greuther Fürth 39-5 Karlsruhe SC 36-6 Hannover 96-33-7 Fortuna Düsseldorf 33 FC Heidenheim 29-9 Erzgebirge Aue 29-10 SC Paderborn 07-27-11 Jahn Regensburg 26-12 SV Darmstadt 98-25 13 FC Pauli 25-14 1. FC Nürnberg 23-15 VfL Osnabrück 22-16 SV Sandhausen 18-17 Eintracht Braunschweig 17-18 Würzburger Kickers 12 Bundesliga Leider hat die intensive Arbeit von Michael Schiele, die auch messbare Verbesserungen in jeder Hinsicht gezeigt haben, in den vergangenen Wochen nicht die erwarteten Punkte gebracht. Wird SVS-Präsident Jürgen Machmeier am Montagabend in der offiziellen Pressemitteilung der Entlass die nötigen Ergebnisse und Erfolgserlebnisse sind ausgeblieben, insbesondere in den zurückliegenden Paaren. Es geht im Profifußball nie um einzelne Personen, sondern immer nur um das große Ganze. Ich halte nach wie vor als Trainer und Mensch sehr viel von Michael. Für den SV Sandhausen ist es jetzt wichtig, in einer schwierigen Saison mit einem neuen Impuls die Weichen für das Erreichen des Klassenerhaltliga zu stellen. Ex-Spieler Kulowitz springt ein interimsweise werdender langjähriger SVS-Profi Stefan Kulowitz, 2013 bis 2020, und Gerhard Kleppinger die Trainingseinheiten am Hartwald leiten und auch beim kommenden Spiel in Paderborn gemeinsam die Verantwortung tragen. Samstag, 3:3 hat sich übrigens bereits in den letzten Stunden nach dem jüngsten 2:3 gegen Karlsruhe, 2:0 Führung verspielt, abgezeichnet.